Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Ich bin hier eigentlich auf dem Fahr-Event vom Opel Zafira Live, aber sie haben uns auch hier dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Das ist erstmal auf den ersten Blick zu erkennen als Opel Combo Cargo. Also das ist die Nutzfahrzeugvariante vom Opel Combo Live, den ich euch ja auch schon zweifach gezeigt habe. Und diesen Opel Combo Cargo, also die Nutzfahrzeugvariante, wird es jetzt auch mit Allradantrieb geben. Das erkennt man durch dieses Logo hier an der Tür. Und was ich natürlich jetzt hier profan als Dangle aussprechen würde, ist eine französische Firma, sprich Dangle. Und die baut seit 1980 zwei oder ein achsgetriebene Fahrzeuge von Peugeot, später auch von Citroën, ganz später auch von Fiat, jetzt auch von Opel auf Allradvarianten um. Das heißt, du bestellst den Combo und dann wird er zusammengebaut, wird zu Dangle gebracht und die machen daraus dann eine Allradversion. Die Allradversion kommt auch schon automatisch mit einer Höherlegung von 20 mm und Dangle bietet auch noch ein weiteres Paket an, eine weitere Höherlegung um 8 cm, sodass man 10 cm höher steht, dasteht das Auto als der reguläre Opel Combo Cargo. Wobei, wir müssen jetzt hier differenzieren, nicht die Bodenfreiheit wird um 10 cm angehoben, sondern das ganze Fahrzeug halt. Sodass, wenn wir hier hinten zum Beispiel mal gucken, sieht man ja, wie die Federn an der Achse hängen. Und da sind gut 20 cm Platz, also da macht man nichts. Aber es ist natürlich ganz interessant für Schneefahrten oder Wasserdurchfahrten, dass man ein bisschen höher kommt. Und, wenn wir mal ganz ehrlich, also, ne, ist abgeschlossen. Zum Einladen ist es natürlich auch bequemer, wenn der Wagen so ein bisschen höher steht. Ja, ich nehme den jetzt hier mit auf den Offroad-Parcours. Ich gebe zu, das ist jetzt hier nicht die Sahara, das ist nicht die höchste Anforderungsstufe. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, den Wagen einfach mal so in Aktion zu sehen. Und darum fahren wir jetzt los und ich nehme euch natürlich mit. Ja, Opel hat hier so ein ADAC Offroad-Gelände, geht ein paar Mal hoch und runter. Wir haben ein paar steile Kurven, damit ich euch so ein bisschen zeigen kann, was das Auto hier macht und kann und tut. Unter anderem gibt es auch ein paar Passagen, wo man den Wagen ein bisschen schräg reinfahren kann. Man hat mir angeraten, ich möchte immer im ersten Gang bleiben. Und ich habe hier den Drehregler auch schon auf Four-Wheel Drive gestellt. Also Dangle macht Folgendes, die rüsten das Auto mit einer Visco-Kupplung nach und wir haben hier so einen Drehschalter. Im ersten Schritt ist das Eco-Programm eingestellt, das heißt effizient unterwegs, also mit Frontantrieb. Und dann kann man auf Four-Wheel Drive stellen, fährt aber immer noch mit Frontantrieb. Es sei denn, irgendeine Fahrsituation gestaltet sich dann so, dass man mehr, ich muss mich ein bisschen konzentrieren beim Fahren auch, dass man Kraft auf den Hinterrädern braucht und dann werden die halt zugeschaltet. Und optional gibt es hinten auch noch eine Achse- und Sperrdifferential. Das wäre dann hier, müsste ich nochmal weiter drehen. Dann fängt das auch an zu piepen. Sollte man natürlich nicht machen, wenn man normal fahren möchte. Und mit dem Sperrdifferential kann man dann auch bis zu 100% der Kraft auf eins der Hinterräder lenken. Wenn man sich mal irgendwo festgefahren hat, macht das ja durchaus Sinn dann. Diesen Parcours hier schaffen wir aber locker ohne das Sperrdifferential. Ja, ich wollte es halt nur gesagt haben. Im Übrigen mit dem kleinen Paket, wo es erstmal die 20 mm Höherlegung gibt und den Allradstrang, da ist dann auch ein Schutz für den Motor mit dabei. Und wenn man noch weiter konfigurieren möchte bei Dangle, dann gibt es auch noch Platten als Schutz für die Hinterachse und für den Tank. Je nachdem, was man vorhat mit dem Fahrzeug, möchte man dann gewisse Sachen halt machen. Ja, und jetzt kommt hier eine kleine Wasserdurchfahrt.
Den Saphira Life bietet Opel ja optional auch mit einem Allradstrang von Dangel jetzt an. Es ist noch nicht geklärt, ob das auch für den deutschen Markt kommt. Mit dem Wagen bin ich auch hier über diesen Parcours gefahren und muss doch festhalten, dass es im Saphira Life, in dem großen Schiff, doch ein bisschen komfortabler ist als hier im Combo. Wobei der Combo natürlich noch ein bisschen wendiger ist und ja, man den Parcours noch einfacher meistern kann. Hier kommt jetzt neben der Wasserdurchfahrt nochmal meine Lieblingspassage. Sieht erstmal ganz harmlos aus, aber dann kommt man doch ganz schön in Seitenlage hier und denkt so, hält er das aus, hält er das aus, aber hält er ganz locker aus. Natürlich ein bisschen müßig, während ich hier durch das Gelände hoppe, euch was zu den Fahreigenschaften des Autos zu sagen. Aber die leicht erhöhte Sitzposition finde ich ganz charmant. Soweit ich es richtig verstanden habe, ist aktuell nur vorgesehen, dass der normale Combo Cargo, also nicht die XL-Version, als Allrad angeboten wird mit und auch nur in der Verbindung 130 PS Diesel mit 6-Gang Handschaltung. Ja, ich weiß, der eine oder andere wird sagen, das war doch gar nichts, ne? Du bist ja nicht mal gesprungen. Aber ich finde, macht super Spaß, auch so ein kleiner Geländeparcours. Und dann war ich doch sehr überrascht, gerade bei den Kipplagen, wie gut er sich doch geschlagen hat. Ja, was kostet hier Spaß? Du nimmst erstmal einen handelsüblichen Combo, bestellst dir den und rechnest dann Minimum 6.400 Euro plus Märchensteuer auf. Dann hast du diese 20 mm Höherlegung und den Allradstrang. Optional hat dann dein Opel-Händler noch die weiteren Preise. Uns haben sie die noch nicht weiter kommuniziert. Aber mindestens 6.400 plus 19%. Aber natürlich ist der Combo für den einen oder anderen Gewerbetreibenden interessant, ob nun für die schlammige Baustelle oder im alpinen Gelände. Aber ich habe da noch so einen anderen Anwendungszweck, für mich persönlich auch. Wenn ich mich jetzt hier einfach mal reinlege in das Fahrzeug, seht ihr, dass ich mit meinen 1,80 Meter hier nicht drin schlafen kann. Ne? Füße gucken raus, habt ihr schon verstanden. Ich habe aber Umbauten gesehen, da bauen die sich hier unten alles aus, bis auf die Höhe, klappen dann den Teil weg oder haben sie weggeschnitten und können dann so ein Kopfteil nach vorne klappen. Die Sitze schieben sie ein Stück nach vorne, dann passt ein Kopfteil und man kann hier auch mit 1,80, 1,90 drin schlafen. Und ganz interessant ist, dass du hier halt eine Nutzlast unterbringen kannst, bis zu 880 Kilogramm. Das heißt, du kannst hier unten quasi deine Küche dann einbauen, die nach hinten ausziehst. Und ich meine auch gesehen zu haben, dass es für die Modelle auch ein Hochdach gibt. Nicht unbedingt zum Schlafen, aber damit das Ganze ein bisschen luftiger ist oder man hier auch so Kniehöhe dann drin hat, auf der Höhe halt. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Cargo hier mit dem Dangel Allradantrieb vielleicht auch von dem einen oder anderen genutzt werden wird, um sich sein kleines Expeditionsmobil zu bauen. Ich denke, Eik und ich, wir würden beide so ein Ding nehmen und ne, Paris-Dakar, wie früher halt fahren. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde, der Kleine hat sich im Gelände doch ganz gut geschlagen. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare und freue mich natürlich auch über ein Like. Verabschiede mich jetzt aber an dieser Stelle wie immer und sage Tschüss, bis dann, euer Jan.